Sehr verehrte Damen und Herren, eigentlich müsste ich jetzt sprachlos sein, vor allem auch nach der langen Laudatio von Herrn Algöwer und den wunderbaren Eröffnungsworten von Herrn Strohweyer. Ich kann schon den Namen nicht mehr merken, beim Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Präsidenten des Stifterverbands. Das ist schlecht für einen Communicator. Ich habe mir ursprünglich jetzt überlegt, auch lange in welcher Reihenfolge ich jetzt die verehrten Anwesenden begrüße. Und ich bitte Sie, einem Wüstenforscher nachzusehen, dass ich nun doch mich anschließe an meinen Vorrednern. Und seien Sie jeder von Ihnen hier Anwesenden gegrüßt und auch diejenigen, die vielleicht später mal den Mitschnitt anschauen werden. Und deswegen bitte ich eben zu entschuldigen, dass ich jetzt nicht protokollarisch vorgehe, weil ich habe allein heute Abend schon wieder so interessante Persönlichkeiten kennengelernt und da hätte ich auch keinen vergessen wollen. Ich gehe dann jetzt lieber, es ist wie gesagt heute Abend, es ist wie die Ankunft nach einer schweren, langen Expedition, einer gefahrenreichen, langen, so fühle ich mich heute hier, mit diesem wunderbaren Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und im Grunde möchte ich es schon belassen bei dem Laudatio von Herrn Algöwer. Aber natürlich werde ich das nicht tun, sondern Ihnen jetzt versuchen, in einen Vortrag diesen Titel zu erläutern. Und es ist nun also von meinen rund 250 Vorträgen ein ganz anderer als alle diejenigen, die ich bisher gehalten habe. Denn es geht diesmal nicht über die Forschung, sondern um die Vermittlung der Forschung, was schon etwas ganz anderes ist. Und so kam es dann zu diesem Titel. Weiße Flecken, gibt es die überhaupt noch? Also so wie auf dieser Ptolemäuskarte, die etwa von 1500 stammt und so weiter. Und diese weißen Flecken, wie zu Ptolemäischen Zeiten oder als diese Karte erstellt wurden, gibt es natürlich nicht mehr. Vor allem nicht, wenn man also heute so einen langen Streckenflug macht und man hat dann Bildschirme vor sich mit hervorragenden Satellitenbildern, wo man sich dann reinzoomen kann, wo praktisch man auch schnell in San Francisco ankommt, also wenn man sich dafür interessiert und also praktisch nur die ganze Zeit sich diese fantastischen Bilder angesehen hat, wie hier diesen Ort, auf den ich noch kommen werde. Und da sagt man sich natürlich, ja gut, also weiße Flecken gibt es nicht mehr, wenn man schon im Flugzeug sich da reinzoomen kann, bis in die kleinsten Details. Aber im Grunde gibt es die eben doch noch. Und die östliche Sahara, die im klassischen Sinne die libysche Wüste, die nur zum kleinen Teil in Libyen liegt, ist wirklich, würde ich sagen, eine der unerforschtesten Teile, die auf unserem Planeten noch vorhanden ist. Da müssen wir jetzt schon zum Mars gehen, um noch größere Wüsten erforschen zu können. Und Sie sehen, selbst auf diesem Atlas von Anfang der 1920er war noch nicht viel zu sehen. Und da hatte ich eben das Glück, jetzt praktisch mein gesamtes Forscherleben von Studentenzeiten bis jetzt zu meinem Renteneintritt in einem Monat eben in diesem wunderbaren, unerforschtesten Teil der Sahara arbeiten zu können. Und jeder Punkt steht manchmal nur für ein paar Tage, manchmal für ein paar Monate von Feldarbeit. Und dazwischen gibt es natürlich noch viel mehr. Und die sind eben im Rahmen von 4 Langzeitforschungsprojekten und vor allem eben den Sonderforschungsbereichen der DFG finanziert worden, der ich eben für immer und ewig dankbar dafür sein kann, werde. Und das war einer der Anfänge, also Anfang der 80er Jahren, als ich mich im Gilf-Kebir-Plateau im Südwestägypten aussetzen habe lassen. Es war natürlich eine Selbstauslöseaufnahme damals. Verzeihen Sie auch im Folgenden die vielen Fotos, wo ich drauf bin. Das liegt auch dran, dass die Medien sehr gern personalisieren. Es ist nicht übertriebene Eitelkeit und schon gar nicht, wenn man selbst den Vortrag hält. Aber der Vortrag wäre schwierig gewesen, wenn ich alle Fotos, auf denen ich drauf bin, auslasse. Das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis am Anfang, wo die Temperaturen auf -8 gingen, an Tag sehr heiß wurden, mit wenig Wasser und man konnte nicht kochen, weil das Gas eingefroren war und so weiter. Und diese Tradition bin ich eben froh, jetzt eben bis heute praktisch fortzuführen. Das war bei der Besteigung vielleicht des schwierigsten Berges, Vulkans, dieses größten und höchsten Gebirges der Erde, des Tibesti, das, wie ich es immer liebe, Hawaii
in der Wüste nenne, wo wir da in einen sehr schwierigen Aufstieg oben ankamen. Jetzt 40 Jahre, was haben wir, 82 Jahre, fast später, 35 Jahre später. Und nur ein paar Eindrücke über die Forschungsbedingungen. Und das ist, dass man früher monatelang unterwegs war, eben von Kairo starten, bis man dann irgendwann mal buchstäblich Wochen und Monate später erst im eigentlichen Arbeitsgebiet ankommt. Und manchmal muss man da etwas steilere Abfahrten fahren, was schwieriger ist. Manchmal muss man eben auf Plateaus hochkommen, wo man, nachdem man erst tagelang überhaupt eine Auffahrtsmöglichkeit gesucht hat, da muss man alle Fahrzeuge entladen, das alles hochtragen, und um dann sich eine eigene Straße zu bauen mit diesen Sandblechen, um überhaupt weiterzukommen und nicht wieder über einen riesigen Umweg zurückzukommen. Manchmal muss man eine halbe Düne mit einer Schaufel wegnehmen und sich eine Abfahrt bauen. Das war die erste Abfahrt vom Ennedi-Plateau, die also zumindest für Fahrzeuge möglich war, um dann weiterfahren zu können. Manchmal ist, wie hier, die gesamte Flotte versenkt, wie in der großen Sandsee Ägyptens, wo man dann vor großen sportlichen Herausforderungen steht, um die Fahrzeuge wieder flott zu bekommen. Es liegt natürlich daran, dass die Fahrzeuge auch so extrem überladen sind für unsere monatelangen Geländeeinsätze. Noch schlimmer ist, wenn man in Salzsümpfe einbricht. Da gibt es zum Glück nicht so viele, aber allerdings in Oasennähe kann es eben schon passieren, dass es dann wesentlich schwieriger ist, wenn man nur im Sand stecken bleibt, 50 Mal hintereinander. Das Schlimmste ist, wenn man wie hier zu Silvester 1983 einen 26-Tonner im Salzschlamm versenkt und dann also 15 Tonnen Last Ausrüstung ausladen muss, um die Fahrzeuge irgendwann mal wieder flott zur Weiterfahrt zu bekommen. Und manchmal, man muss immer Gas geben, um auf die Dünen hochzukommen, um sie zu überqueren. Wenn man nicht genug Gas gibt, dann bleibt man immer wieder stecken beim Rauffahren. Die Gefahr ist nur, dass man eben zu schnell ist, über eine Düne fährt und sich im schlimmsten Fall überschlägt. Und das sind halt die größten Risiken bei der Feldarbeit. Manchmal muss man sich eine ganze Abfahrt bauen, ohne zu wissen, ob man wirklich am Ende dann auch hinten wieder herauskommt aus solchen Tälern. Manchmal wird es etwas staubig, wo sich die meisten Wüstenreisenden nicht drüber freuen, das sogenannte Feschfesch. Als Geologe freut man sich schon, denn das sind salzverwitterte Ablagerungen wie ein trockenes Wasser, riesige Staubmengen, die sich entwickeln durch diese alten Seeablagerungen. Und noch schlimmer ist, wenn einem sowas passiert, dass also bei einem Unimog die gesamte Hinterachse noch weit in der sudanesischen Wüste wie durch einen Laserstrahl abgetrennt ist und man dann die letzten 60 Kilometer zum Niltal mehr oder weniger sich so bewegt, dass man die Kufe unserem Bagger aufklappt und dann im Schritttempo ihn wieder nahe der Zivilisation bekommt. Das ist übrigens unser Hauptarbeitsgerät über die viele Jahrzehnte gewesen. Manchmal wird es etwas besonders staubig und hier im Chorab im Nordtschad, der ja den Amazonas-Urwald mit Mineralstoffen versorgt bis heute, die man ja auch manchmal hier auf unseren Autodächern noch finden kann. Und wenn da also so ein längerer Staubsturm ist, dann fährt man praktisch durch das Nichts für eine Woche mit einer Sichtweite von 1-2 Metern. Und das ist natürlich sehr schwierig, selbst mit GPS. Das sind eben so die Arbeitsbedingungen. Manchmal wie im Tibesti, im weglosen Terrain, muss man es dann doch versuchen, mit den Autos durchzukommen, was also in diesem Fall nach tagelanger Arbeit nicht gelungen ist. Glück ist, wenn wir die einzigen sind, die jemals Esel organisieren konnten, um in einen der tiefsten Krater, einen 1000 Meter tiefen Krater vom sogenannten Salzloch, wie es Nachtigall genannt hat, runterzukommen und nicht alle Ausrüstung runter selbst tragen zu müssen und vor allem die Proben wieder hochtragen zu müssen. Das war leider eine einmalige Erfahrung mit Kamelen im Tibesti, mit das schwierigste Gelände, was überhaupt diese Tiere machen können, vor allem wenn sie auch überladen sind. War das dann in dieser 11-tägigen Wanderung, Marsch auf den höchsten Berg des Tibesti und daher allgegenwärtig angeschaut. Das sind wirklich biblische Landschaften. Sie sehen das praktisch hinten, den oberen Rand der Caldera von dem Emikussi, diesem größten Vulkan in der Sahara, der dort noch 4 Tagesmärsche entfernt ist. Und man muss natürlich, wie gesagt, alles mitnehmen, was man braucht. Am allerschwierigsten ist, wenn man alles selbst tragen muss und dann auf den zweitschwierigsten Berg des Tibesti, den Pic Tusidé, heraufkommt. Und das ist
eine auch Herausforderung, vor allem wenn man nicht mehr ein junger, trainierter Bergsteiger ist. Hier ist ein Einblick in eine der unbekannten Regionen, die bis heute das Herz des Tibesti, des größten höchsten Gebirges der Sahara auf unserer Erde, bis heute unerforscht, wo noch überhaupt niemand nachgesehen hat, was dort verborgen ist. Und man muss natürlich, wenn man einen Filmer dabei hat, wie hier ein Dokumentarfilmer aus Stanford, auch die ganze Filmausrüstung, um es zu dokumentieren, tragen. Das Leben ist so, dass man sich halt jede Nacht sucht man sich ein anderes Plätzchen zum Übernachten, solange man unterwegs ist. Das sind zum Teil diese großen Baikan-Dünen, die im Schnitt über 200.000 Tonnen wiegen, die jedes Jahr durch den Wind bis 8 Kilometer vorwärts getrieben werden. Und da ist man dann eben vor dem Wind geschützt. Und nächste Nacht ist woanders, dass es tagsüber heiß ist, weiß man. Also man darf, wenn man da seinen Fuß in der Sonne lässt, hat man nach 10 Minuten einen saftigen Sonnenbrand. So sieht dann der Schlafplatz am Morgen aus, wenn es in der Nacht ein bisschen geweht hat. So sieht dann unsere eigene Küche aus, wenn man mal vergisst, die Küche zu verschließen, weil wir müssen natürlich immer auch uns selbst versorgen, selbst bekochen. Und die schwierigsten Situationen, mit denen damals eben in dieser Form jedenfalls, also Gustav Nachtigall, der vor 150 Jahren den Tschad als erster Europäer erforscht hat, oder Heinrich Part und viele andere nicht konfrontiert. Und das ist also der Unsicherheitsfaktor, und vor allem wie hier im Nord-Tschad, wo man dann erst kurz, also vor dem Treffen dann herauskriegt, sind das jetzt Banditen, sind es Rebellen oder sind es wie hier die offizielle tschadische Armee, wo dann natürlich auf beiden Seiten immer eine Erleichterung ist. Bloß die allergrößten Risiken, die es früher auch nicht gab, sind eben die verminten Gebiete, gerade im Tschad, leider auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Und das ist dann die Region, wo dann noch Hinterlassenschaften auf diesen absurden Krieg zwischen Libyen und Tschad in den 80er Jahren zu finden sind, eine Monstrosität aller militärischen Unternehmungen. Und das ist dann da, wo die Mitreisenden immer ganz brav in meinen Spuren hinterherfahren. Bei der Auswahl, weil es ja um die Vermittlung geht, war natürlich das Problem, was präsentiere ich Ihnen heute Abend? Und ich musste mich, ich fange dann ein bisschen chronologisch an, eine Sache ist die Kurzfassung meiner Doktorarbeit, die damals eben in Science veröffentlicht wurde, über den größten ehemaligen Nebenfluss des Nil aus der Wüste. Das war eigentlich der Beginn, wo nach einigen einfachen Versuchen eben wirklich auch so das Interesse der Öffentlichkeit entstanden ist. Und so ist das, sehen Sie das, den unteren Lauf dieses ehemals größten Nebenfluss des Nils sieht es aus. Sie sehen nur noch ein paar Fenster mit Seeablagerungen, mit ein paar Mollusken. Und wenn Sie aber dann manchmal hingucken, finden Sie ein Skelett nicht begraben, also wahrscheinlich jemand, der in diesem Gebiet, wo heute kein Skorpion mehr überleben kann, ertrunken ist in diesen Schlemmen, die jetzt wieder aufgetaucht sind. Und das waren die spärlichen Beginne. Man sieht ja auch die Entwicklung in der Medienlandschaft. Das war damals, also hier ein Beitrag in der FU-Zeitschrift, das war in der Neuen Zürcher Zeitung ein Beitrag, das war in der Bild-Zeitung, die ich später dann eher nicht immer vorzügig behandelt habe. Auf jeden Fall, das war damals so vor 30 Jahren die Medienlandschaft. Und dann war schon relativ frühzeitig auch im Sudan, der ja von der DFG produzierte, Dreiteiler, der auf Arte und WDR lief, eben wenn Weiden zu Wüsten werden, wo eben eine Sendung davon eben auch dem Sudan gewidmet wurde, wo auch einige interessante Sachen passiert sind neben der Forschung auf dieser Reise. Der steht ja natürlich auch noch im Netz. Und jetzt verlassen wir den Sudan und kommen nach Ägypten. Und dort hat uns am Anfang, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ein dieser Ort hier im westlichen Teil des Skilf-Kebir-Plateaus, eines Sandsteinplateaus der Größe Korsika, wo eben diese berühmten Schwimmer abgebildet sind, die natürlich ein Paradox sind in einem heute praktisch absolut regenfreien, in dem größten hyperariden Bereich aller Wüsten auf der Erde. Und da gab es dann zum Glück, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, diesen berühmten Oscar-prämierten Film Der englische Patient, der ja fußt auf dem Roman von Michael Ondaatje, wo es inzwischen viele Ausgaben gibt und so weiter, wirklich ein Weltbestseller, der plötzlich das Interesse erweckt hat einer Region, die vorher eigentlich nie jemand interessiert hat. Und daraufhin habe ich
kam ich gerade von dem Wahnort der Schwimmerhöhle. Gedreht wurde der Film überall, aber nicht an den Originalschauplätzen. Ich kam zurück und ein Kollege in Kairo, ein führender Archäologe aus den USA, erzählte mir, dass er den Film schon gesehen hat. Ich kam zurück nach Berlin. Bevor ich überhaupt nach Hause ging, ging ich ins Kino, guckte mir den Film an und es war alles noch ganz frisch vom Originalschauplatz. Ich habe dann wirklich in 2-3 Stunden einen Artikel zusammengeschrieben, habe ihn an die Zeit geschickt und die Redaktion hat ihn nach Aussagen des Chefredakteurs verschlungen. In der nächsten Ausgabe kam er. Wir hätten sie nicht genommen, wäre nicht schlimm gewesen, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, jetzt so die wahren Gegebenheiten mit diesem fiktiven, hervorragenden Roman und dem Film zu vergleichen. Und da kam es dann unter anderem auch für Silvester 1999 zu diesem Film Verschollen im Meer der Trockenheit, der eben so die wahre Geschichte des sogenannten englischen Patienten zeigt, bei dem es sich ja in Wahrheit um Laszlo Almasy gehandelt hat, auf den wir unsere heutigen Projekte praktisch noch zurückführen können, da der genannte Hans Rothart ja eng mit ihm befreundet war und dem Rudolf Cooper davon erzählt hatte. Und der hat dann eben diese Ausstellung gemacht und bekam dann dieses DFG-Projekt. So können wir uns direkt auf diesen englischen Patienten zurückverfolgen. Und wir haben natürlich noch viele Reste von seinen Camps gefunden, von der Expedition Anfang der 1930er Jahre, die dann zum Beispiel auch wieder als besonderer Aspekt WDR interessiert haben und so weiter, dass wirklich schon mittlere Filmteams auf Japan angereist kamen, um eben noch mehr zu erfahren über unsere Arbeiten in diesem Gilfgebirplateau und die basierend natürlich auf dem Laszlo Almasy, aber eben auch über den Zusammenhang von Klimawandel und Felsbildkunst, die man dort eben gut erkennen kann. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres einen Artikel veröffentlicht, der jetzt der erste Mal, würde ich sagen, eine Chronologie der Felsbilder zeigt. Denn normal ist eben die erste Gretchenfrage, wie alt sind die? Man weiß es meistens nicht, weil sonst müsste man sie abkratzen, damit zerstören, ein Tabu, was praktisch kaum gebrochen wurde. Wir haben es mit 3 verschiedenen Datensätzen geschafft, aber doch, sagen wir mal, ein relativ spezielles Thema, was aber zu meiner Überraschung sogar dann die International Business Times, einer der führenden Business-Zeitschriften, interessiert hat und zu solchen Beiträgen geführt hat, die sie ja normalerweise die Leserschaft nicht so für Felsbilder in der Sahara interessieren. Der nächste große Schritt war die Zusammenfassung der Forschungen, den Herr Cooper und ich verfasst haben, über die Arbeiten in der östlichen Sahara, den Zusammenhang von Besiedlungsgeschichte und Klimageschichte. Und das führte zu einem unglaublichen Andrang der Medien aus der ganzen Welt. Wir waren damals gerade 10 Tage, also ein Kurzurlaub auf Kreta, als es erschienen ist. Ich war in diesen 10 Tagen einmal 2 Stunden am Strand und sonst saß ich nur im Hotel, habe Anfragen aus der ganzen Welt erfahren, die dann eben mit den verschiedenen Zeitzonen, dann ging die einen ins Bett, dann standen die Australier auf und so ging das weiter. Ein Beispiel von vielen, vielen, die also hier im BBC waren oder eben in diesen Zeitschriften, wo Sie sehen, nur als Beispiel jetzt von den Printmedien, die eben dieses Thema aufgegriffen haben. Und im Grunde ist vorweggenommen auch schon in einem unter einer erfolgreichsten Filme, der 1999 entstanden ist, in Arte weit über 100-mal international wiederholt wurde und der eben das Thema eben auch hatte, dem Klima auf der Spur, wie man es aus der östlichen Sahara ablehnen kann. Natürlich gab es mit meinem langjährigen, dem befreundeten Georeporter Uwe George eine Vielzahl von Veröffentlichungen und einmal ging es jetzt nicht über die Pharaonen im Niltal, sondern die Gründe, die Vorgeschichte, bevor es zur pharaonischen Kultur kam und von diesen wahrscheinlich Hunderttausenden von Berichten über die ägyptische Sahara mal einen anderen Aspekt reingebracht haben und das wurde eben in den verschiedensten Ausgaben aufgegriffen, aber auch ganz andere Aspekte, wo ich dann in der Weihnachtszeit von der größten österreichischen Zeitung, der Kleinzeitung, einen Anruf bekomme, die gar nicht an der Forschung interessiert waren, sondern über die Stille in der Vorweihnachtszeit, also die Wüste als Ort der Besinnung, also auch Themen, die man sonst so nicht erwarten würde. So, und jetzt kommen wir in den genannten Tschad, mein Hauptforschungsgebiet der letzten Jahre, und zwar da einmal
was begonnen hat mit einer Geo-Expedition 1999, zu der mich damals Uwe George als einziger Wissenschaftler eingeladen hat. Damals übrigens sollte eine Titelgeschichte werden, ist dann dazwischen gekommen, der 6 milliardste Erdbewohner. Zwischen sind wir schon bei 7,5 Milliarden in diesen wenigen Jahren, die dort vergangen sind, wo wir da eben als erste Mal eben in Regionen vorgedrungen sind, wo also vorher weder geforscht wurde, noch irgendeine Forschung war. Hier sehen Sie den Uwe George, den Autor der Berichte. Und dann sind wir eben in dem RDMA, der wirklich ein Gebiet, je nach Definition, also zwischen Belgien und der Bundesrepublik von der Fläche liegt, denn die führen sich weiter. Und in diesen Regionen ist ein absolut weißer Flecken, wo noch nie jemand seinen Fuß gesetzt hat beziehungsweise geforscht hat. Und der ist eben in diesem theoretischen Dreiländereck zwischen Libyen, Sudan und Ägypten. Und das war dann das Thema einer ZDF-Expedition für einen Film, der dann gezeigt wurde zu hervorragender Sendezeit, weil damals meine Forschungsreisemittel nicht ausgereicht. Da habe ich gesagt, gut, ich nehme Filmteam mit, aber ihr müsst alle nicht abgedeckten Kosten tragen. Und das haben sie gemacht. Und so war das also für beide Seiten ein gutes Geschäft. Und dieser Film wurde dann eben am Ostersonntagabend um 19.30 Uhr vor einem mehr als 5 Millionen Publikum auch gezeigt. Natürlich für ein großes Publikum aufbereitet, aber er brachte zumindest entlegene Regionen, von denen überhaupt noch niemand das was vorgehört hat, eben näher. Und ich habe auch viele Kollegen, die gesagt haben, oh interessant, man erfährt ja auch als unter Wissenschaftlern sehr viel aus den Medien. Wenige haben die Zeit oder niemand hat die Zeit, noch ausführliche Fachaufsätze zu lesen. Wenn man dann so eine Dokumentation ist, weiß man schon ungefähr, ach, darüber arbeitet der Kollege und so weiter. Also das ist ja ein Nebeneffekt der Medienarbeit und überhaupt, dass ja die Medienarbeit auch viel für die Wissenschaft bringt, denn ich denke, meistens Journalisten, die fragen Gretchenfragen, die Punkte, die man in seiner Fachblindheit gar nicht erkennt und die einem dann nachher helfen, bei auf den Punkt zu treffen, um dann eben über die am höchsten rangierenden Wissenschaften reinzukommen. Da braucht man einen gewissen Narrative, eine gewisse Geschichte, da kann man nicht nur mit seinen Fachergebnissen kommen. Und das ist sicher eine Sache, von denen ich profitiert habe auch. Dann gibt es natürlich so populärere Beiträge über solche Unternehmungen. Dann gibt es aber auch anspruchsvollere, wie also mein befreundeter Schriftsteller Raoul Schrott, der gerade dieses, ja, ich würde es als Jahrhundertwerk ansehen, eben die erste Erde, die das Epos verfasst hat mit fast 1000 Seiten, der dann auch das verewigt hat in einem Büchlein, wo er eben auch sagt, ein Logbuch einer faszinierenden Reise zum letzten weißen Flecken der Welt. Ich stimme nicht mit allem überein, was da drin steht, und der Verlag hat mich auch aufgefordert, meine Sicht zu schreiben für dieses Büchlein, bin natürlich nicht dazugekommen, aber es ist trotzdem eine schöne Erinnerung. Und natürlich haben sich die weißen Flecken dann in späteren Jahren auch viele andere Printmedien und sonstige interessiert, wie hier dieses Beispiel oder jetzt kürzlich sogar in einer Firmenzeitschrift, wo eben dieses Thema aufgegriffen wurde. Und dann kam der nächste Schub, und jetzt kommen wir endlich zu den Szenen von Unyangan, eben durch diese Publikation in Science, die dann wirklich den bisher größten Mediensturm ausgelöst hat, von denen ich Ihnen jetzt nur einen ganz kleinen Einblick natürlich zeigen kann, der wirklich in praktisch allen großen Zeitschriften auf dem Globus zu Beiträgen geführt hat, der auch bei der DFG, in dem Forschungsmagazin, auch in der englischen Ausgabe Anerkennung bekommen hat über diese ersten Bohrungen. Es war ja damals, also es war zwar die dritte Bohrung, aber die damals ja nur die letzten 6.000 Jahre zurückreicht. Und unsere letzte Bohrung, die geht jetzt fast 11.000 Jahre zurück und ist eben der kompletteste Datensatz. Hat auch in Frankreich zum Beispiel in dem Hochglanzmagazin, also der französischen Akademie der Wissenschaften, eine Titelgeschichte erzeugt, hat dann eben auch im Spiegel, Herr Allgöwer hat ja daraus zitiert, zu Beiträgen, längeren Beiträgen geführt, hat auch in den Online, auch in der englischen Version und auch in mehreren Videoclips, die dann online wurden, hat zum Beispiel von, also der
einer der muss ich vorsichtig sein, der wenigen guten Sachen, die aus Saudi-Arabien kommen, in World, Saudi World eben zu einem längeren Beitrag geführt. Und ich habe den entsprechenden Journalisten auch mitgenommen, weil er Sheldon Chad hieß. Und da dachte ich, Nomen est Omen, da muss ein Journalist, Sheldon Chad, muss auch mal in den Chat kommen. Und so kam es zu diesem Beitrag. Es gab auch andere Interviews, viele, viele Blogs. Also das ist eins meiner Liebsten, was also auf der Blogseite von Nature erschienen ist, eine Stunde lang. Es gibt dann auch eine schöne Sache, war eine schöne Erlebnis, also auch so eine dreiviertelstündige Sendung im Planet Wissen, wo man dann mal ein bisschen mehr Zeit hat. Da ist heute Morgen zum Beispiel 4 Minuten in ZDF Nano. Da kann man nicht viel erzählen, aber in einer Dreiviertelstunde geht schon mehr, auch wenn es natürlich immer zu kurz ist. Und natürlich sind dann die ganzen Forschungen und Projekte in Onyanga eben auch in viele Geobeiträge eingegangen, auch in das genannte, in Millionenauflage gedruckte ersten Band der Themenlexikon, den damals alle Abonnenten kostenlos geliefert bekommen haben. Und dann kam jetzt der nächste große Schritt, und das war eben diese Ernennung der Seen von Onyanga zum ersten Welterbe des damals noch bis vor kurzem viertgrößten Flächenstaats Afrikas. Und Sie sehen, es gibt die Abstände zu den nächsten sind 1000 Kilometer und mehr. Und die Bewohner die dort konnten es nicht fassen, die an einem Ort wohnten, was selbst die wenigstens Einheimischen im Tschad kennen, dass sie jetzt plötzlich, wenn sie die Karte der Welterbestätten aufklappen, mittendrin vorkommen. Das führte auch in Kölner Universität, in unserem Kölner Magazin zu vielen Beiträgen. Es kam dann natürlich wieder zu mehr populäreren Printbeiträgen. Es gab, machte es dann zum Beispiel auf das Buch, was alle Welterbestätten Afrikas darstellt, auch wieder auf die Titel, wie die praktisch alle Fotos, die Sie gesehen haben, die stammen überwiegend aus meinen Kameras, außer wenn ich drauf bin. Die waren dann von dem Adam Polczyk von unserer Pressestelle. Und dann kam es zu Ausstellungen, die jeder Student im Tschad gesehen hat. Es gab also an allen drei Universitäten, am Französischen Institut, im Nationalmuseum über Monate. Es gibt nicht einen Studenten, der diese Ausstellungen, wo es eben über die nicht nur über die Grundlagenforschung, sondern auch um eben die Welterbestätten ging, in Zusammenarbeit mit Auswärtigen Amt und dem damaligen deutschen Botschafter in N'Djamena, und wo eben auch jetzt diese Ergebnisse in verschiedenen Sprachen der einheimischen Bevölkerung und Elite oder den Studenten und Lehrkörpern näher gebracht wurden in großer Auflage. Und es war zum Beispiel jetzt auf der im letzten Jahr, vorletzten Jahr stattgefundenen World Heritage Committee Session, der größten UNESCO-Konferenz, kann man schon fast sagen, wo alle fast 200 Vertragsstaaten anwesend sind, war es die einzige Präsentation, die in Endlosschleife hier im alten Bundestag gelaufen ist. Und dann natürlich folgten weitere Geobeiträge, nicht nur zu Onyanga, sondern auch zum Enedi. Und jetzt sind wir wieder in diesem großen Sandstein-Labyrinth der Größe der Schweiz im östlichen Tschad, was dann eben einen Tag nach dem Putsch in Istanbul, den wir hautnah direkt am Taksim-Platz miterleben konnten, und keiner wusste, ob die Welterbekonferenz nicht abgebrochen wurde. Sie wurde abgebrochen, aber sie hat dann noch einen Tag, wurde sie verlängert, und da als praktisch fast der letzte Vorschlag kam das Enedi dann eben dazu als zweites Welterbestätte, und nicht nur eben als Naturwelterbe, sondern als Kultur- und Naturwelterbe. Und davon gibt es auf der ganzen Erde nur sehr wenig, in Afrika nur 6, weltweit 35. Das ist also immer ganz besonders, diesen Status zu entwickeln. Und natürlich Blogs zum Beispiel auf der Seite unseres Sonderforschungspreis, unser Weg nach Europa, der ja auch mit der Thematik viel zu tun hat. Es kam dann natürlich auch wieder zu allen möglichen Interviews in den Zeitschriften nach dem eben Erfolg dieses Projektes, kam zu eineinhalbstündigen langen Interviews im französischen Programm der Deutschen Welle, zu den Hintergründen. Es kam auch zu wieder einer Titelgeschichte in dem meistgelesenen UNESCO-Magazin, dem World Heritage Magazine, in verschiedenen Sprachen.
und auch selbst auf der größten geowissenschaftlichen Tagung der AGU, wo ja die Deutsche Forschungsgemeinschaft immer sehr stark vertreten ist, wurde es auch thematisiert, also dieses Fall-Meeting mit rund 25.000 Teilnehmern, von denen auch viel Interesse kam, nicht nur an der Forschung, sondern aus dem, was aus der Forschung begleitend herausgekommen ist, bis hin zu Bierdeckeln hier. Und jetzt sind wir endlich im Tibesti, eben diesem größten Vulkangebirge, dem größten Gebirge der Sahara, was nur relativ wenige in Europa kennen. Und während es zu Hawaii hunderttausende Veröffentlichungen gibt, gibt es davon ein paar Handvoll im Grunde. Und das sind ein paar Orte, auf die ich jetzt kurz komme. Das sind, ich muss immer ein bisschen warten, bis das Bild kommt. So, das ist also jetzt nur eine Aufnahme, die ich mal einmal auf einem einzigen Flug in dieses große Caldera genommen habe. Und nur, muss es immer wieder sagen, es ist der höchste Berg der größten Wüste der Erde und in dem tiefsten Grat hat noch nie jemand Proben genommen, während wir eine Sonde geschickt haben auf einem 500 Millionen Kilometer entfernten Kometen. Da wurden Proben genommen, hier nicht. Und das sind natürlich Herausforderungen, die einem nicht geglaubt werden. Häufig ist schon, dass bevor es überhaupt losgeht, Anfragen sind. Ja, wann fahren Sie wieder los? Dann sage ich, ein, zwei Wochen. Dann sagt, ja, oh, dann müssen wir schnell irgendwas drüber schreiben, schon vorher. Oder wie hier, dass dann Nature sagt, oh, traust du dich da überhaupt noch hinzufahren? Das ist doch so gefährlich. Es ist ja auch nicht ungefährlich. Die gucken auf die Karte, sehen, dass das die Tibesti ja also direkt an Libyen grenzt. Aber wie gesagt, wenn man entsprechend eingebettet ist und gewisse Erfahrungen hat, dann ist das sicher nicht unsicherer als mancher Weihnachtsmarkt bei uns heutzutage. Und das sind dann eben so Beiträge, die dann schon vorab kommen, wenn man dann zurückkommt. Klingelt sofort das Telefon, Anfrage, ist was und das ist ein neues Format, das praktisch, wo ich selbst mit gewisser Hilfe von dem Johann Grolle, dem langjährigen Leiter der Wissenschaftsspiegelredaktion, der auch einmal mitgekommen ist, dass ich praktisch selbst so einen Bericht geschrieben habe, ein Format, was es vorher angeblich noch nicht gab, natürlich auch in vielen anderen Medien, die dann hier eben jetzt das Thema aufgegriffen haben, eben unser Weg nach Europa, die Herkunft des anatomisch modernen Menschen aus Afrika und der ist ja nach dem, also wenn man jetzt, sagen wir mal, der bis vor drei Wochen herrschenden Lehrmeinung glaubt, aus dem südlichen Äthiopien gekommen und um nach Europa zu kommen, muss ja die Sahara gequert haben und das ging natürlich nur in den grünen Fenstern, die alle 100.000 Jahre sich geöffnet haben. Dazwischen war kein Durchkommen und schon gar nicht ohne Kamele, die es natürlich erst seit 2000 Jahren gibt. Und diese Thematik ist dann auch, die oft interessiert, auch in Mitarbeiterzeitschriften wie von unserer Universität Köln, wo dann auch schöne Webauftritte sind mit Videos eben von unserer Pressestelle, wirklich in hervorragender Weise diese Sachen auch immer berichtet hat oder in Online-Wissenschaftsmagazinen wie Substanz, was es leider nicht mehr gibt, jetzt nicht verdient, aber eben radiogenannte Radiostationen, die dann auch zum Teil einstündige Interviews gesendet haben, dann Fotostrecken, die dann immer verfügbar sind über die verschiedenen Reisen, auch immer mit verschiedenen Schwerpunkten. Und ist klar, in Neuseeland sind Vulkane was Alltägliches und deswegen kam dann Anruf, um was zu hören von den Vulkanen in Afrika und so gibt es eben viele, viele Querbeziehungen, die sich dann über die Arbeit finden und dann eben also auch so Printbeiträge, New Scientist, ja der meist verbreiteten Wissenschaftszeitschrift weltweit, die dann wissen wollten, was wir hatten, dann natürlich zum Beispiel Bild der Wissenschaft, die dann eben mehr jetzt über den Expeditionsablauf berichtet haben oder auch so Lifestyle-Magazine, die plötzlich interessiert sind an diesen Abenteueraspekten und so weiter und wie man ausgerüstet ist und wie die Erlebnisse sind, wenn man eben in eine Situation kommt, wo man aus Leichtsinn eben nicht genug Wasser dabei hatte und dann schon wirklich nicht weiß, so war es das jetzt, in diesem unübersichtlichen Gelände zurück zum Lager zu finden, die solche Aspekte aufgreifen oder halt wieder unsere Universitätsmagazine, die dann lange Berichte darüber gebracht haben, natürlich alle online sind. Und dann, jetzt wurde schon eine Krankheit von mir erwähnt, dann geht es jetzt auf die auch nicht zusammen, eben, dass ich nebenher mal einem Fokus-Redakteur erzählt hatte, im Zusammenhang mit anderen, ja, irgendwie, hier habe ich das Problem mit der Diabetes, mein Insulin zu kühlen und sagt, oh, muss ich sofort an die Redaktion weitergeben. Da kam es dann eben zu solchen Beitragen, die zeigen, wie man eben mit so einer Krankheit auch unter etwas schwierigeren Bedingungen eben arbeiten kann. Und das Bild hat
schon gezeigt, aber eben, dass mein Partner Dr. Babamali, der langjährige Leiter der Forschungsstation im Tschad, und ohne den wäre das alles nicht gegangen. Also wir sind wirklich wie Brüder inzwischen. Und jetzt kommt es also zu einer jüngeren Aktivität, die ich auch der hier anwesenden Iman Kulitz zu verdanken habe, die praktisch die Umsetzung dieses Webauftritts organisiert hat, was Sie angucken können. Und hinten stehen, wenn Sie rausgehen, stehen zwei Körbe. In einem sind kleine Fläschchen drin, wo außen drum die Webseite erwähnt ist. Und innen drin befindet sich Sand aus dem nördlichsten Tschad, aus dem entlegensten Region. Den können Sie nirgends kaufen. Das ist nicht für den Spielplatz, sondern mitgebracht und abgefüllt in kleinen Fläschchen als Erinnerung. Und dann gibt es noch Informationen in diesen Röllchen, die in dem anderen Korb, in einem tschadischen Hochzeitskorb dort am Ausgang liegen. Und da können Sie also auch so manche Aspekte bei Interesse nochmal nachverfolgen. Hat er den falschen Knopf gedrückt? Ja, wie gesagt, über verschiedene Aspekte, nicht nur die Organisation von diesen Feldarbeiten, sondern auch über natürlich die Forschungen und Forschungsergebnisse hier über das Tibesti. Und das wird jetzt ständig ausgebaut die nächsten Jahre. Und jetzt noch ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, um auch die Tücken und Gefahren von Öffentlichkeitsarbeiten, das wäre natürlich ein eigener Abendvortrag, aber zu erwähnen, dass zum Beispiel das Wall Street Journal dann zu mir angereist kam, um Interview, um zu sagen, gibt es auch Anzeichen, dass es auch positive Effekte des Klimawandels gibt? Und natürlich, es gibt nichts auf der Welt, was nicht mindestens zwei Seiten hat. Und in der Sahara glaube ich daran, aus den eigenen Beobachtungen in menschenleeren Gebieten, die nicht von Menschen beeinflusst sind. Und da kommen dann eben auch wirklich sehr hervorragende Journalisten in langen Gesprächen, die dann eben da solche Artikel und Videoclips verfassen, oder auch, wo sich dann die Münchner Reh plötzlich interessiert, welche Risiken sind, wird wirklich die Sahara noch größer und noch trockener, oder ist dem vielleicht gar nicht so. Da gibt es dann Arte-Beiträge, die so in einer kritischen Sicht eben sehen, wie das Waldsterben. Wie gesagt, die Nachteile überwiegen sicher bei Weitem, aber es gibt wie immer, es gibt Gewinner und Verlierer. Und das ist eine Thematik, die in diesen bisher genannten Beiträgen sehr seriös angegangen ist. Und jetzt gibt es dann auch zum Beispiel einen Hessischen Rundfunk mal, wo das auch noch in bestimmten Aspekten über die jüngeren Klimaänderungen sind. Dann gibt es andere Beiträge wie im Fokus, wo man natürlich dann stundenlang erzählt und dann nur ein paar Fragmente, natürlich die Originalzitate vorgelegt bekommt, und die werden dann in Zusammenhang gestellt, den man nicht unbedingt so unterschreiben würde. Also ich will keinem was unterstellen, ich finde immer gut, und Wissenschaft lebt von der Diskussion, von der Dialektik, von der Auseinandersetzung, aber dass dann manchmal dann nur zitiert wird, dass jetzt im Garten mediterrane Arten wachsen, was natürlich stimmt, aber was natürlich schon eine gewisse Verharmlosung ist, damit muss man leben, da man ja selten die Beiträge vorgelegt. Und jetzt nähern wir uns hier Sachen, glaube ich, der sehr wichtig ist, und das ist zwar eben so Mitmachmagazine wie Tu was, wo eben Kinder, Schüler in verschiedenen Niveaus neben den Schulfernsehbeiträgen und so weiter auch mit der Thematik vertraut gemacht werden sollen mit verschiedenen. Und jetzt sind wir eben endlich beim Tiger-Enten-Club, in dem erwähnten, wo dann eben auch man eine Stunde lang erzählen konnte über verschiedene Aspekte der Wüstenforschung, über die Forschungsergebnisse und so weiter. Und war nur lustig, saß hier, und dann hatten die, um den Sand ein bisschen zu bewegen, einen Propeller aufgestellt, und dann flogen mir, da ich dort natürlich keine Sonnenbrille hatte, ein paar Sandkörner ins Auge, und dann habe ich also mitten im Studio in Mainz die ganze Zeit dann nur blinzeln müssen mit Studiosand. Das sind dann auch so die Tücken. Und jetzt nähern wir uns dem Ende, und das ist der genannte Aufsatz, der auch zu mir kam, wie die Jungfrau zum Kind sozusagen, wo plötzlich verschiedene, und da sind immer 10 Journalisten beteiligt, ein Feature veröffentlicht haben, also so kurze Zusammenfassung eben der letzten 30, 35 Jahre Forschung in der östlichen Sahara, und plötzlich bekam ich die Einladung ins Google-Hauptquartier, in das sogenannte Saifu-Camp, was eine sehr exklusive Veranstaltung ist. Es ist keine Konferenz, sondern eine Unconference,
wo dann 250 Leute eingeladen werden und man geht dann mittags irgendwo zum Essen und man sitzt am Abend an einem natürlich elektronischen Lagerfeuer. Hier ist Larry Page, mit dem ich mehrfach ausführlich Kontakt hatte. Man kann damals noch diese Google-Brille ausprobieren, bevor sie auf den Markt kommt, und das ist eins der seltenen Gruppenfoto, denn es wird nicht publik gemacht, und dann geht man eben Mittagessen irgendwo hin, man ist praktisch 2 Tage rund um die Uhr zusammen und nachher erfährt man, das war Nobelpreisträger und so weiter und so fort. Das ist ein völlig informelles, aber sehr interessantes Format. Ich wurde dann sogar ausnahmsweise nochmal eingeladen, wo man dann eben wo ich dann also einen weiteren Vortrag gehalten habe, wo ich auch unseren erwähnten Bohrkern hing, und selbst im Google-Hauptquartier in Mountain View hat sich nichts gefunden, wo man diese ganzen 16 Meter Kerne, hier wird es auch nicht ganz passen, aber fast aufhängen konnte, sodass man eben eine Stelle finden musste, wo er ist, und auch Larry Page, der in erster Reihe saß und dann begeisternd gelauscht hat, was ist, obwohl er eigentlich andere Sachen, ich halte ihn ja für einen der richtungsweisenden Personen auf der Erde und so weiter. Und ich habe persönliche Korrespondenz von ihm mitten bei der Umstrukturierung zu Alphabet, was mir unerklärlich ist. Ich könnte ja nie mehr schlafen, wenn ich da in seiner Position wäre, nur um zu zeigen, dieses informelle, aber höchst inspirierende Treffen. Und was dann wiederum dazu führte in Kalifornien, dass ich dann eben auch in die Long Now Foundation zu einem Vortrag eingeladen wurde, da im Jazz Center, wo die sich ja darum kümmern, um die langfristiges Denken, und deswegen wird die Jahreszahl immer angegeben mit einer Null davor, jetzt werden wir Null 2017, die eine Uhr mit Riesenaufwand jetzt gemacht haben, die nur einmal alle 100 Jahre schlägt, und viele andere Projekte, die auf die Rosetta-Sonde zu den Chumakov-Kometen damals eine CD losgeschickt haben mit 200 Sprachen und den wichtigsten Dokumenten. Damals gab es noch keine Smartphones, als es damals gestartet ist, und also hier ist also Stuart Brand sicher auch der ganz großen Köpfe der Westküste, der nicht nur die NASA zugebracht hat, das erste Satellitenbild der Erde zu veröffentlichen, wo Steven Jobs sagte, sein in 1970 erschienener Whole World Catalog war der Vorläufer des Internets und so weiter. Das sind also wirklich sehr interessante Menschen, die man dann dort kennenlernt. Und ich hatte aus Glück zu seinem 77. Geburtstag sozusagen das Geburtstagsständchen in der Foundation zu halten. Und jetzt sind wir noch, also bei einem letzten Vortrag in Stanford, an diesem hochinteressanten Kartenzentrum von David Rumsey, der 150.000 Karten überwiegend digitalisiert hat, die jeder zugreifen kann. Man kann sich reinzoomen bis ins Detail, wo, wie gesagt, diese weißen Flecken, viele weiße Flecken kann man dann über Satellitenbild sehr gut erkennen. Man weiß halt immer noch nicht, was dann wirklich auch am Boden liegt und so weiter. Und jetzt hat sich praktisch dieser Kreis wiederum geschlossen, denn es geht, hat sich nicht geschlossen, denn es geht weiter. Und natürlich werde ich weiter forschen, auch nach meinem Renteneintritt. Natürlich werde ich weiterhin jedes Jahr hoffentlich meine familienverträglichen 1-2 Monate zumindest in der Wüste verbringen. Und es sind jetzt andere Medienprojekte schon wieder im Vormarsch, die auf mehrere 100 Millionen Rezipienten zielen. Mal sehen, was daraus wird. Aber es wird also weitergehen, und ich werde also auch als Kommunikator jetzt nach dem Preis nicht verstummen. Und jetzt möchte ich Ihnen endlich, wage gar nicht auf die Uhr zu gucken, ich wage es nicht, auf jeden Fall Ihnen jetzt einen entspannten Abend zu wünschen mit diesem Kamel-Yoga. Ich meine, auf den ersten Blick sehen Sie es nicht, aber sieht man selten mit Kamelen, die praktisch ihre Vorderläufe hinten verkreuzt haben. Das normalerweise hat Stunden gedauert, um es in diese Position zu kriegen, nachdem es also nur noch gebrüllt hat durch diese Beladung in diesem extrem schwierigen Gelände auf dem Imikusi-Plateau. Und dann hat eben ein alter Kamelzüchter, der bei uns dabei war, hat eben dann die Kamel in diese Position gebracht mit diesem verschränkten Arm und dann entfesselt, und er lag stundenlang, hat sich irgendwann mitten in der Nacht von alleine wieder entfaltet und stand auf. Und ich habe also schon Anfragen von Fitnessstudios in Kalifornien, die das gerne so als Werbefoto haben würden. Und ich hoffe eben mit diesem Kamel-Yoga
haben Sie es jetzt überstanden, diesen Galopp. Ich weiß nicht, was ich alles vergessen habe, aber das ist auch gut so. Und ich danke nochmal Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich danke Ihnen allen für diese wunderbaren Einführungen. Wie gesagt, am liebsten wäre ich da stumm sitzen geblieben, aber das ziemt sich nicht für einen Communicator. Und danke nochmal ganz herzlich fürs Kommen und für Ihr Interesse und hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt.